fehlt da noch was. Chat. Da ist der Chat. So, hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Ark Extinction. Wieder mit dabei die Maki. Hallo Maki. Hi. Oh, ich kann nicht hüpfen. Doch hier. Hallo, hallo. Und wir wollen uns heute was zähmen. Was wollten wir uns zähmen? Argentavis. Ist der Plan. Genau. Adler. Wo finden wir die? Hast du irgendwo schon einen gesehen? Die müssten bei dem grünen Obelisken sein. Aber für die braucht man einen Zähmkäfig, den haben wir da. Aber deswegen würde ich sagen, wir gehen mit den Enforcern, weil die können am meisten tragen. Ja. Oh, der hat ja jetzt mittlerweile auch schon Level 76, sehr geil. Ich habe den auch mal, ich habe unten aus dem Terminal mal den Staub geholt und jedem 1000 reingelegt. Oh, krass. Dass wir da erstmal haben. Den Staub kann man in dem Terminal herstellen, oder was? Nee, aber da hatte ich doch das ganze Zeug rein für die, um die Enforcer zu bauen. Ah ja, da war alles noch was drin. Nee, den sammelst du aus den Lampen und Gedöns. 16 Stunden. Ah ja. Cool. So, Armbrust ist auch noch cool. Achso, du konntest ja Waffen herstellen, ne? Guck mal, im Schrank, der da direkt neben der Werkbank ist, ist ein Gewehr, Munition und Betäubungspfeile. Geilo. Ja. Auf dich ist Verlass. Ja, gib mir Mühe. So. Allerdings. So. Sag mal. Muss man hier doch noch ein bisschen was. Ich dachte, wir hätten mehr von diesen Tür-Elementen. Weil wir brauchen für den Argentavis einen geschlossenen Zähmkäfig. Mit Dach. Ach so, und wir sollten. Du kannst mal, wenn du dich bewaffnet hast, zwei Kryokapseln aus dem Kühlschrank holen und mal die zwei Petris einpacken. Ja. Weil die braucht man dann zum Pullen von den Agis. Jo, wird gemacht. Hi Volker, hi Frank. Hallöchen, grüßt euch. Familie Himmel ist am Start. So, Stein. Hä, wieso? Ach so, das mache ich bei mir. Oh je. Was werden wir da brauchen? 30. Oh. So. 90, 188. 20. Scheiße, was fehlt mir? Truhammer, Steinhammer. Hat er noch mal geschissen, bevor ich ihn einpacke. Hä? 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 Er will nicht. Jetzt. Er muss. So. Hä, wieso kann ich denn nur so wenige bauen? Verstehe ich. Ach ja. Hä, warte mal. Ich hab doch beim letzten Mal habe ich so umgestellt. Dass ich meinen Scheiß auf Tab hab. Ist denn das schon wieder von Mist? Inventar, Tab. Warum kommt denn da jetzt aber Konsole? Weil die Konsole in Ark auf Tab liegt. Ja, nee, aber ich hab das ja umgeändert. Hm. Was ist da los? Das weiß ich auch nie. Leute, ihr seht's doch auch. Ich gehe auf Optionen, ich gehe auf Tastenbelegung. Inventar steht hier Tab. Ne? So, dann gucken wir mal, was bei Konsole ist. Musst du oben speichern noch, gell? Ja, das ist ja. Habe ich ja beim letzten Mal schon gemacht. Aber okay. Konsole hat er auch Tab. Ist doof. Ist mal weg. So. Speichern. Fortsetzen. Ah, jetzt geht's. Stimmt, ich sehe übelst schick aus. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Feldflasche. Ah, alles klar. So, ich hoffe mal, dass das reicht. Immer die großen Behämmer. Brauchen wir da das? Ja, ne? Komm schon. Wir wollen uns, ich kann diesen Dinosaurier nicht aussprechen. Argis. Genau. Nee. Doch. Ja.
Adler wollen wir uns zähmen. Das ist quasi heute das Ziel. Warum eigentlich? Sind die so geil oder was? Na, die sind, also zum einen können die kämpfen, im Gegensatz zu den Petris können die viel mehr tragen. Ja. Und dann können wir quasi in die Zähmkäfige packen und dann mal in die Kuppeln fliegen und uns da ein paar lustige Dinos ranzähmen. Ah, okay. Cool, klingt nach einem So, Plan. das, genau, weil ich will unbedingt so eine Schneeeule. Und das ist, geht am besten mit den Argis. So, ich habe jetzt zwei Tore. Tür. Dach braucht man noch, aber da sollten eigentlich die. Ich habe 10 Bolas einstecken. Ich hoffe mal, dass das reicht. Ich hole mal noch. Die brauchen Fleisch oder Beeren? Nee, die brauchen Fleisch. Warte mal, ich guck mal, ob die Hammel wollen. Vermutlich. Ach nee, ich habe ein neues Handy. Ich habe die App noch nicht. Was ist denn das hier? Leberkäse? Nee, süßer Gemüsekuchen. Sieht aus wie Leberkäse, Leute. So was gibt's ja nicht. Leberkäse. Leberkäse. So, Käse. Boah, diese Scheibe hier, die regt mich auf. Die muss ich irgendwann wegmachen. Nein. Ich renne da immer dagegen, weil die Ja, Tür so. dann hängt eine Gardine davor, aber die bleibt da. Oder da gibt es doch so Aufkleber, damit Vögel nicht in so Scheiben fliegen. Mach mal so So, Aufkleber drauf. dann guck ich So. mal. Ich habe ja jetzt ein schnelleres neues Handy, was ich übrigens gleich am zweiten Tag gecrashed habe. Ich, hi Nein. Gurke, hi Gurke, hi Panji und sonst noch wer? Nö, hi. Ah, hi Gurke, grüß euch. Naja, das Ding ist, in diesem Laden, wo ich das gekauft habe, gab es nicht so eine Schutzhülle dazu. Ne? Ich habe immer so einen Ledercase mit Magnetverschluss. Ja. Und das habe ich mir dann halt bestellt. Aber es ist halt noch nicht angekommen. Und ich habe noch überlegt, nimmst du das mit zum See, oder lässt es bleiben ohne das Case? Weil mit dem Case kann so ein Handy runterfallen, wie es lustig ist. Das geht einfach nicht kaputt. Und ich habe es halt doch mitgenommen ohne Case. Und es ist mir tatsächlich, als ich auf dem Strandstuhl saß, runtergefallen und mit dem Display auf dem spitzen Stein. Zwei Tage alt, weißt du? Da leiste ich mir einmal im Jahr so eine Scheiße. Und kaufte mir tatsächlich ein neues Telefon, weil das alte einfach eine Zumutung war. Und dann, ach, naja. Mal gucken. Wie sieht deine Rüstung aus? Ich tue meine gerade mal reparieren. Warte. Hab gar keine. Warte. Oh. Ja, die ist fast runter, vor allem meine Ja, ne? Schlüpfer. Das ist nie gut. Aber um die zu reparieren, muss ich doch Hast du im erst wieder. Inventar? Aber du musst sie ausziehen, ja. Ja, aber ich muss erst die Engramme freischalten, ne? Ach so, ansonsten leg sie in die Werkbank, dann repariere ich sie dir schnell. Okay, warte. Wird gemacht. Schon wieder die Taste vergessen. Naja. So ist es halt. Wir brauchen irgendwann mal eine geile Rüstung, was richtig hart ist. Ja, es gibt eine aus Polymer. Die hätte ich gern. Polymer. Polymer! So, wir gucken mal in die Dodo Dingsi. Wo ist es? Ja. Und da geben wir ein. Buchstabier mal. Argentavis. Argentavis. ARG. Ah ja, haben. So, du Vogel. Raw Motten, Raw Prime Meat, ja, also Raw Motten ist okay. Was steht denn ganz oben? Raw Motten oder irgendein Kippel war das. Warte, ich guck nochmal. Raw Mutton ist das Hammel, oder? Genau, ganz Okay. oben steht Superior Kippel. Ja, okay, Kibbel haben wir noch nicht. Ne. Alles klar. Ja, Frank, in letzter Zeit läuft so einiges scheiße. Jetzt ist auch noch unser, habe ich vielleicht schon erzählt, aber unser Abfluss ist jetzt auch noch kaputt. Und da steckt irgend so ein viereckiges Ding aus tiefsten DDR-Zeiten in dem Boden.
Und das ist wohl so eine Art, ich hab's vergessen, wie das heißt, Revisionsverschluss, also so ein Geruchsverschluss. Ja, kannst dein Zeug wieder rausnehmen aus der Werkbank. Aber das sind irgendwie zwei Gänge und dann geht es aber dort nicht weiter. Dann habe ich mir so eine Spirale gekauft, kommst du nicht rein. Dann habe ich heute so ein Hochdruckding gekauft, passiert nichts. Und das Ding ist irgendwie so einbetoniert, dass ich quasi einen ganzen also Badeboden aufhacken müsste, um da irgendwie zu sehen, was da drunter ist. Und keine Ahnung, was mich dann noch erwartet. Oh Gott, es ist zurzeit grausam. Hast du Aber Hammeln na. jetzt schon eingesteckt? Jo, habe ich. Alles klar. Ach so, was wir nicht haben, ist Narkosemittel. Ach so, doch, das ist hier, das habe ich hier nochmal angeschmissen. Ah ja, okay. Ja, 130, das sollte Ja, das reichen. reicht, das reicht. Aber mit dem Hammel sollten wir das nicht brauchen. So, ich hau mich schon mal auf meinen Die Enforcer. Petris hast du einstecken? Genau. Trinken habe ich, Okay. essen habe ich. Dann Ach so, losgehen. warte mal. Dann lass uns mal vielleicht noch zwei leere Kapseln mitnehmen für die Okay. Agis. Die sind mal ganz optimistisch. Stimmt. Genau, Revisionsklappe heißt das Ding. Aber wie gesagt, ich habe das gegoogelt. Man findet kein Bild, was dem Ding, was wir da im Boden haben, irgendwie ähnlich ist. Ich habe DDR-Revisionsklappe, DDR. Pass mal auf, mein Onkel ist Maurer. Schick mir mal ein Bild. Mach mal ein Foto davon und schick mir das mal. Ja, kann ich machen. Aber Vielleicht weiß der das einzuordnen. ich habe es halt auch schon ein paar Klempnern gezeigt und die kennen das alle nicht. Auch alte DDR-Klempner. Naja, zumindest einen, der sich ein bisschen auskennt, aber kein Klempner ist. Okay. Und er meinte, ja, er hat das schon mal gesehen, aber wie das Teil letztendlich funktioniert, ich komme halt nicht um die Ecke mit dem Draht oder Ja. irgendwas. Und dahinter ist es anscheinend verstopft. Im schlimmsten Fall ist es gar die Hauptabwasserleitung und ich muss den ganzen Garten aufreißen. Hervorragend. Komme ich hier hoch? Nee. Nein. Hä? Ja, na, schick mir mal ein Bild. Vielleicht weiß mein Onkel oder mein Vater, das einzuordnen. Jo, mach ich. Ja, und bis dahin sollten wir es eigentlich vermeiden, Zu kacken. ja, zu scheißen. Alles not so easy. Meine, klar, wir können zu unseren Nachbarn kacken gehen, aber Hervorragend, die werden sich ist freuen. ja. Ja. Kann ich mal einen abseilen hier? Oh, bist du hübsch? Vorne ist er. Wo fliegst du nur hin? Was bist denn du? Der Hund. 55er. So, Ja. hast du was Aber gefunden? das. Ich guck schon wieder nach anderen Dinos. Ja, ich sehe es, aber das ist doch so, war das so eine Klaumöwe, oder? Das du gerade angesehen hast. Nee, das war ja so ein Typ mit Iro auf dem Kopf. Ah ja, so ein. Oh, hier heißen die Tapejara. Hi, Isaria! Juhu! Danke, Panji, für deinen Support. Da muss ich es nicht sagen. Leute, auf YouTube, wenn ihr zuschaut, liked doch oder disliked. Tut ja nicht weh. Genau. Aber Dislike ist ja, zählt ja für YouTube als Like, deswegen ist mir recht. Es ist eine Reaktion, genau. Genau. Wo bist du jetzt hingelatscht? Ich sehe dich nicht Na, mehr. einfach geradeaus Richtung grüner Obelisk. Was ist denn Ich der? komme zurück, warte. Ne, warte. Guck auf die Map. Na, ein grüner. Auf der Map ist Nee, den keiner siehst du auf der Map eingezeichnet. nicht. Nee. Ach, Beutelte. Na, ich bin einfach hier die Straße weiter. Wir sind doch die ganze Zeit die Straße geradeaus. okay, dann gehe ich die Straße auch weiter. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Straße. Du das da hinten? Das sieht so aus, ja. Ja, komm weiter, weiter, weiter. Ah ja, da bist du. Ich erkenne dich an deiner roten Mütze. Ich erkenne dich an deinem Laufstil. Haha. Haha. Hi, Hotte! Hi, grüß dich.
Heute, das hat einen einfachen Grund. Ich wollte halt nicht mehr auf YouTube der Beutel heißen, weil das ist irgendwie. Das ist ja wie die Maggi oder der Voucher zum Beispiel. Er heißt ja auch einfach Voucher. Und oder der Kronk. Oder ist ein Rex und ein Kano. Was ist da? Ach, nur Mücken. Und genau, und da habe ich mich auf YouTube Beutel genannt. Aber auf Twitch ist Beutel schon vergeben. Auf Instagram übrigens auch. Auch mit deiner Schreibweise? Ja. Naja, okay. Weil das ist tatsächlich irgendwie ein französischer Nachname. Mich hat ja mal so ein Franzose angeschrieben. Ab. Und meinte, hey, hier, cool, du hast meinen Nachnamen auf deiner Brust stehen, also auf deinem Hals. Ja, okay. Ja. Und ich glaube, irgendwie ist südamerikanisch, also so im Spanischen ist das auch noch irgendeine Aussage oder wird zumindest, gibt's das Wort da. Guck mal, da ist ein roter Enforcer. Boah, Alter, was hat denn der für ein Level? 105! Alter, wie machen wir den klar? Wir müssen den töten. Hey, Mensch, rasant Flummi, hi! Komm, wir versuchen das. Warte mal. Ich schreibe mir jetzt erstmal den Namen auf, weil beim letzten Mal konnte ich nicht vom Chat aus auf deinen Kanal zugreifen. Also im Nachhinein, nach dem Stream. Jetzt schreibe ich mir das einfach mal auf und guck mir deinen Kanal an. So, wie willst du den jetzt platt machen? Na, wir versuchen einfach, den zu töten. Und wenn du merkst, dass deine Gesundheit zu weit runter geht, rennst du fort. Aber wenn wir den töten, ist der doch tot. Das geht nur so, du kannst den nicht zählen. Dann kriegst du den Blueprint und dann müssen wir richtig viele Ressourcen sammeln, damit wir den bauen können. Okay, warte, dann gebe ich meinem Enforcer noch einen auf Angriff. Nahkampfschaden. Los geht's. Bei drei. Drei. Naja, den kriegen wir down. Guck mal, wie schnell das ging. Erledigt. Cool, da haben wir jetzt einen übelst hübschen 105er. Naja, wir müssen den erstmal bauen. Aber so, wir haben den Blueprint. So, jetzt lass uns mal gucken nach den Agis. Oder ist der Rex? Jo. Der ist auch hübsch, der hat einen grünen Bauch. Das hat einen Level. Ja, aber der ist nur Level 20. Ja, aber hat einen grünen Bauch. Stimmt, keine da. Würde schön zu unserem roten passen. Du bist einmal weitergelatscht. Ja, immer gerade den Berg hoch und dann wieder ein Stück rechts. Aber hier sind gerade keine Agis, das war ja klar. Oh, da ist ein bunter Biber. Der ist ja hübsch. Guck mal, ich hier auf dem. Ich hab das Event noch nicht deaktiviert. Der ist ach, hübsch. Cool. Oh, mit einem blauen Streifen. Zählt aus wie ein Punker. Und roten Füßchen. Level 25. Was geht denn hier? Spinnst du? Ja, der greift die Schnecke an. Lass die Schnecke in Ruhe. Oh, jetzt hab ich der Schnecke auch eingegeben und. Oh, ja, ja, und ja, tot ja, war sie. Dann können wir jetzt auch den Dodo hauen. Oh, hier, ihr Bösen. Lass das. Ärgert die hier nicht. Ey, guck mal, da ist noch ein hübscher Enforcer. Oh. Ne, der ist ja nur Silber, oder? Der ist so ganz normal, so kleiner. Nee, der... Echt? Der sah so blau aus von Weitem. Naja, nö, der ist nicht schön. Aber wir können die Mats von dem gebrauchen. Das hat der von Level. Ein 10er. Was geben die für Mats? Es gibt doch keine Mats. Na doch, Elementstaub, Öl, Altmetall, Elektronik kam da raus. Okay. Und da kam recht viel Elementstaub raus. Oh, hier kommt gleich noch der nächste. Ist der jetzt böse auf uns? 85er. Na, wenn der Elementstaub rauskommt. Oh, danke. So, zack, zack. Tja, eigentlich sind die hier immer hier oben. Was ist denn da oben? Ist irgendein Tech-Vieh. Was ist das? Tech-Rex, oder? Wo bist du schon wieder? Da. 66. Hm.
Aber ich finde, die Techrexe sind nicht wirklich schön. Hi, Petra! Hallo! Cool, dass du auch mal wieder reinschaust. Mal hier oben. Habe ich den gerade? Da ist Frags, er. Frags, oh, der ist aber auch geil mit dem blauen Schädel. Oh. Also mir ist gleich, weil hier sind eh keine Argis, dann können wir den Zähmkäfig auch für ihn aufbauen. Dann müssen wir aber hinmachen, weil die Skorpione sind bald so tot. Okay, ich tu, guck mal hier, soll das gehen? Ah. Ja, hier ist so perfekt, oder? Ja, guck mal, hier so, wo ich gerade stehe und hüpf. Hier ist auch anscheinend kein feindliches Tier. Aber frisst er auch ganz normal Fleisch oder frisst er irgendwelche Batterien oder so? Nee, der frisst das Raw-Matten, was du einstecken hast. Alles klar. Ja, Petra, du fragst dich bestimmt, was mit Subsistence ist. Es geht bald weiter. Es fehlt ein so ein scheiß Fundament. Das gibt's doch gar nicht. Das können wir doch bauen. Gibt halt momentan echt zeitlich, habe ich so ein paar Problemchen, das alles auf die Reihe zu kriegen. Oh, fuck, es geht nie, es reicht nie. Was brauchst du denn für so ein Fundament? Was brauchst du jetzt so ein Fundament oder nicht? Ja, aber das. Oh, shit. Nee, das. Ich habe viel zu wenig Fundamente gebaut. Das geht so nie. Sollte es jetzt heißen, wir können den nicht zähmen? Nee. Also zumindest nicht mit dem Zähmkäfig. Yeah. Aber wir können versuchen, und da von oben, wir kommen ja, wenn wir außen rumgehen, da hoch. Also quasi über den Rex. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kletter mal die Wand auf. Ja, aber ich muss jetzt hier kurz das schnelle Zeug, das Zeug hier wieder einpacken. Ja, ich gucke erstmal, ob der irgendwie die Möglichkeit hat. Ja, nur in eine Richtung. Was ist hier los? Mist, ey. So. Naja, ja, ja. Bist du da oben, oder? Ja, im Prinzip könnte das hier oben gehen. Die Frage ist, wo ist jetzt... Ach du Scheiße, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, was da? Skorpione. Okay. Hier ist er. Ich fange schon mal an, auf den ja, zu ja. schießen. Ich bin da. Betäubungsdarts, da sind sie. Gegen irgendwas kämpft er noch. Jetzt hat er uns. Ah ja. Hallo. Oh, der ist hübsch. Ah ja. Kriegt man den auch in so eine Kapsel? Ja, ne? Ist egal, ja. Wie groß das Tier ist. Ja, ja. Oh, da hinten siehst du die ganzen Weißen. Ich hoffe, die kommen nicht hierher. Ach du Scheiße, ist halt na eben. Futsch. Huch, falscher Knopf. Ich schau mal ganz kurz. 2000er Torpor und er hat 7500. Das sieht eigentlich gut aus. Kann gleich wieder mit euch reden, Leute. Oh, jetzt glitscht der hier unter das Ding. Scheiße, was machst du? Jetzt ist er wieder. Jetzt flieht er. Nicht mehr. Ja, schrei nur. Hi, Andi. Hallo. Ja, ich glaube, Ark passt auch für einen 12-Jährigen, oder Maki? Was sagst du? Ja. Ist er jetzt nicht wirklich blutig? Also wenn man so ein Dino. Ja klar, wenn man den tötet, dann blutet er schon ein bisschen, aber ich glaube, für einen 12-Jährigen ist das völlig... Ich denke auch. ...in Ordnung.
Zumal man ja hier tatsächlich auch keine Menschen tötet, ne? Sondern. Also, so blöd wie es klingt, aber. Nur Tiere. Genau. Tiere, die eigentlich schon ausgestorben sind. So, jetzt rennt er fort, wa? Shit. Kommst du da noch hin? Nee. Jetzt ist er runter, scheiße. Völlig hinterher. Weg. Der ist gleich unten mit seinem Torpor. Ja. Alter, wo ist der hingehüpft? Der ist hier runter, oder? Ja, dort ist er. Ich hoffe, ich kann hier auf diesem Fels landen. Ja, kann ich. Ja, jetzt treffe ich ihn trotzdem nicht. Ah, doch, jetzt hab ich ihn wieder. Oh. Ah, mich hat irgendwas runtergedroschen. Oh je. Scheiße. Oh, ich bin fast tot, ey. So. Ne, pack das mal weg. Kann ich auf den Enforcer schießen? Ne, der ist zu weit. Ne, hab ich auch gerade probiert. Hol den mal hier ran an den Felsen. Ja, du bist gut. Der Enforcer, der kann überhaupt nicht schwimmen. Oh, ich hab ihn getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt rennt er zu dem anderen Rex. Fuck. Oh, jetzt kommt er zurück. Was denn jetzt? Ah, der hat mich im Visier. Nee, doch nicht. Nee. Wo willst du denn hin, Rexy? Bei uns ist schön. Schön schattiges Plätzchen. Nicht erwischen, oder? Wie viel Torpor hatten der? Kannst du mal gucken, bitte? Nee, warte, ich habe ihn gerade ziemlich gut im Visier, wenn ich ihn noch treffen würde. Jetzt habe ich ihn getroffen. Nee, ich habe Problem getroffen. Ist, ich bin hier in einer sehr, sehr blöden Position. Bei mir geht's, aber wenn er zu mir kommt, dann frisst er mich. Ja, bei mir ist ähnlich. Ja, ich treffe ihn halt nicht, ne? Ich. Jetzt ist er auch wieder zu weit weg. Ach. Was hat denn der noch an Torpor? Warte. Aber das ist eigentlich naja. Fast voll, ne? Jetzt kommt er zu mir, warte. Hab ich getroffen? Oh oh. Hä? Der macht immer so Anstalten. Ah, jetzt hab ich ihn auch getroffen. Komm, der braucht nicht mehr viel. Jetzt ja, jetzt fällt er. Ja, jo. Ja. Aber da hinten ist der andere Rex, gell? Pass auf. Okay, okay. Hammel. Scheiße, der kommt. Mach schnell. Der wird angegriffen. Ja, von wem? Ah, vom grünen Scheißvieh hier. Oh je. Ich sehe nichts, kann mich nicht wehren. Scheiße, ich glaube, ich habe ihn jetzt auch verletzt. Na, müssen wir gucken. Wo siehst du ja eigentlich einen anderen Rex? Hier oben war der gerade. Hier vorne rechts ist er im Gebüsch. Da, jetzt kommt er zu uns. Oh. Jetzt dreht er wieder um. Was hat denn der für ein Level? 20. Ach so. Easy. auf was gehe ich denn mal? Schauen wir noch ein bisschen auf Ausdauer. Er frisst die Biber, da können wir die Biberdämme leer räumen. Ja, das ist gut. So, Leute, jetzt kann ich ganz kurz mal wieder schauen. Er kommt zurück. Ja, der kommt jetzt hierher. Dann geh weg, der wird den Rex nichts tun. Hoffe ich. Der läuft direkt am Rex vorbei. Genau, der frisst nicht seinesgleichen. Jetzt kriegt er auf den Sack von so einem. Ah, was ist das? Ein Stachelmonster.
In dem Moment ist hier ein Stego, Tech Stego gespawnt. Was hat denn für ein Level? 12. Nicht so der Hit. Die Zähmung ist bei 35,1. Achtung, der Rex, gell? Ja, alles gut. Was ist das da? 83er Enforcer. Ach, das ist deiner. Ja. Ich wollte schon hingehen, den kaputt machen. Nee. Castle Crush. Das dauert noch ein wenig. Aber trotzdem ein Enforcer. Was ist der von Level? Ein 40er. Ah, den hole ich mir. Obwohl der ist zu nah am Rex. Hm. Aber die Biberdämme könnten wir jetzt tatsächlich gleich leer räumen. Ja, wenn der Rex da weggeht. Die hier hinten habe ich schon. Ah, okay. Mach mal kurz hier den kaputt. Verloren. Ist das? Ach, ein Blueprint. Ja, genau. Also die droppen aber eigentlich ganz gutes Zeug. Okay. Ich habe 108 so eine Leiterplatten, Elektronik, dann 109 Altmetall, Öl 95. Und von dem Staub, ja, eigentlich ganz gut. Okay, cool. So, Zähmung ist bei 70,2 und irgendwie rennt da was vor irgendwas weg. Okay. Alles easy. Ich glaube, der gehört uns. Was macht er denn plus an Level? Zeig ich mal her. Plus 17. Okay. Ja, ist okay. Machen wir uns eine Rex-Army. Naja, im Rudel sind die bestimmt schon krass. Ja. Wann geht der Beutel pullern? Noch geht's, liebe Leute. Wir machen heute auch noch bis um 10. Und ich schaff's die Woche auch, also jetzt zumindest für Donnerstag und Freitag, schaffe ich es auch nicht noch irgendein Video hochzuladen. Ich habe Haufen Material da, aber ich müsste es erst schneiden. Du siehst ja schick aus. Was hast denn du für ein Level 30? Und das schaffe ich heute einfach nicht mehr. Und morgen bin ich ja wieder arbeiten und bleib dann auch wieder über Nacht. Das heißt, ich komme Freitag erst wieder. Samstag haue ich euch eine Folge Grounded. Wenn wir es hinbekommen, haue ich euch eine Folge Grounded hoch. Auf YouTube. Ich habe gestern schon mal alleine im Singleplayer im Livestream gezockt. Ja, es ist total goldig. Ich mag das volle Spiel. Oh, der Rex ist wach. Oh. Aber da habe ich so geschimpft und war so enttäuscht, dass das alles nicht geklappt hat. Dass wir das im Koop spielen können. Deswegen habe ich das nicht auf YouTube hochgeladen, weil ich eigentlich die ganze Zeit noch am Schimpfen bin. Okay, ich habe mich schon gewundert, dass du nichts auf YouTube hochgeladen hast. Ja, das machen wir dann, wenn wir Freitag dann zusammen, wenn alles klappt. Alter, ist das geil. Warte mal, Maki, da müssen wir uns direkt hinstellen. Diesmal geht ja meine Screenshot-Taste. Oh Gott, pass mal, kannst du dich hier so leicht vor mich stellen? Jetzt kommt da dieses blöde Schaf. Das
das ein Schaf gewesen? Ja, nee. Ja, keine Ahnung. Jetzt ist es tot. Wo ja, soll ich? Sau. Ja, ja, so ist gut. Bleib so. Dann dreh dich nochmal mit der Schnauze zu meinem Enforcer. Jetzt läuft da so ein Dodo lang. Okay, das ist eigentlich cool. Warte, warte, warte. Ja, so ist cool. Cool. Haben wir? Hi, Lord of Tech. Okay, hab ich die Kapsel oder hast du die Kapseln? Du hast die Kapsel. Ich hab auch eine. Ich glaube. Du hast die vollen, warte. Ja. Geh mal da weg. Beutels Ding. So, dann hätte ich dem gar kein Fleisch geben. So, was haben wir denn da noch für einen Enforcer? Bin jetzt übelst scharf, Enforcer wegzumachen. Oh, das ist manchmal schwer. Ein Fünfer? Naja, du musst jetzt dran glauben, du Armer. Und wieder 44 Elementstaub. Also, ich finde, das ist eigentlich immer eine gute Ausbeute. Wir sollten jetzt nur noch rumrennen, Enforcerblatt machen. Ich habe gerade noch einen geilen Orangenen mitgebracht. Aber das sieht man ja nachher nicht mehr an den Blueprints, was die für eine Farbe hatten, gell? Hätten wir uns die Level merken müssen. Ach so. Na. Der 105er war der blaue. Genau, also der war der hübsche. Die anderen, ja, die sind alle. Ich hab so einen bunten, aber der, ich weiß nicht, was für ein Level der hatte. Ja, der 105er war hübsch. Auch guck mal, hier ist auch so ein hübscher Affe. Okay, aber wir haben immer noch keine Flugdinos. Genau. Am grünen aber, Kristall das sagt es. Mit dem Zähmkäfig sowieso nicht. Ah ja, stimmt. Dann lass noch mal nach Hause gehen, den Rex abgeben. Yep. Oder hast du andere Pläne? Nee, lass uns das so machen, wenn wir eh um 10 Schluss machen wollen. Dann lass uns nach Hause gehen. Vielleicht noch mal auf die Petris gehen, die Dinger einpacken, ob wir noch einen Drop finden, oder? Jo. Schon wieder ein Drop. Na, wir können ja mal gucken, ob wir einen gelben machen können. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ja. Ich bin noch zuversichtlich. Kann ich da drüben? Das komme ich bis Warte, du hast die Grounded Story heute schon durchgespielt, okay. Nicht spoilern! Bist die ist, glaube ich, nicht so lang, gell, die Story. Erstmal. Oh, ihm ist hier übelst heiß. Warum denn das? Wo bist du? Ja, ich weiß nicht, ich bin hier runtergehüpft und dann warst du weg. Ich glaube, du bist ins Grüne gerannt, ne? Ja, ich bin rechts von dir. Nee, zurück. Ach, bleib mal stehen. Kann nicht stehen bleiben. Wieso nicht? Ach, ein 40er in Vorsorge, komm her. Da ist ein Ali. Was hast du für ein Level? Hast du einen? Ja, aber wir haben ja, es bringt uns ja nichts. Aber der ist cool. Der sieht geil aus. Was hat denn der für ein Level? Zeig mal. 85. Bauplan. Ah ja. Oh. Lass das doch sein. Level 85 und der sieht richtig schick aus. Naja, aber ohne Zähmkäfig geht's nicht, sagst du. Nee. Also ich wüsste nicht wie. Wenn der dann wegfliegt, kommen wir nicht hinterher. Schade. Hm. Ja, oder wir bauen den Zähmkäfig schnell und kommen wieder, in der Hoffnung, der ist dann noch da. Na, merkst du dir die Stelle? Ja, wir sind ja... Ja, okay, das ist genau an der Spitze, ne? Ja. Na, links vom Obelisken. Ja. Ja, können wir noch schauen. Dann bauen wir schnell den Käfig, genau. So machen wir das. Ja. Oh, Terrorbirds. Hi. Oh, ein roter. Der ist ja geil. Oi, oi, oi. Bei dem mache ich kaum Schaden. Erst mal der Einrichtung zu klappen.
jetzt schon wieder so falsch gelaufen? Geh doch weg da. Boah, da ist noch ein hübscher. Was hat denn der? Ein 40er. Der blau-weiß oder was? Ja. Ja. Na, ich mach ihn kaputt. Oh, der ist hübsch. Oh, ist der hübsch. Dann pack den Blueprint ein, wenn er hübsch ist. Irgendwann werden wir so, so reich sein, dass wir alle Blueprints bauen können. Geh mal weg! Warte mal. Die Gurke schreibt gerade, einfach 5 Tore hintereinander stellen, vorne und hinten Tür rein und gut, dann brauchst du keine Fundamente unten. Okay. Ja, aber dann fliegt der doch nach oben raus. Nee, du sollst ja so hintereinander bauen, dass das wie so ein Knast ist, weißt du? Und keine Türen rein. Na doch, hin und vorn. Ja, okay. Ja, dann versuchen wir das. Danke, Gurke. Die Frage ist, fliegt er denn auch durch so eine Tür rein? Das ist halt das Ding. Ich stelle mir halt immer vor, dass... Ja, also wir müssen halt vor ihm durchfliegen. Wir müssen den da reinpullen. Ach so, wir fliegen quasi mit unseren Flugsauriern da durch. Genau. Ah, okay, alles klar. Hier kommt Wasser, die Enforcer, die schwimmen so schlecht. Ach so, na dann lass uns, wir müssen eh hoch. Ist der Umbra zufällig da? Bei mir so nicht. Weil... So sieht Eisen aus, Umbra. Oje. Ja, das ist manchmal ein bisschen... Ich laufe jetzt einmal rückwärts, wenn er mir blöd kommt. Geh doch. Nee, das kriege ich nicht auf die Reihe. Was macht das hier irgendwo anders hoch? Wie sieht doch das letzte Mal auch hier lang? Ich bin oben, Maggie. Ich bin oben. Schön für dich. Ja. Oje. Jetzt habe ich mich hier eingesperrt. Shit. Hä? Was? Hä? Bin ich hier durchgeglitscht? Ich bin auch oben. Ruhe. Wo bist du denn? Hallo? Ja, ich fahre mir noch ein bisschen Laternen. Hallo. Aber nicht mit dem Enforcer, das bringt nämlich nichts. Ja. Naja, ich finde die Ausbeute ist echt gut. Ich hab plus 145 Elementstaub gemacht. Da ist noch ein Enforcer. Er kämpft mit einer Schlange. Ach, Level 15, der ist gleich tot. Der ist gleich hinüber, genau. Hey, du blöde Schlange! Das war mein Loot! Ach, brauchten wir nicht noch großes Fleisch? Ja. Damit ich noch meine Bikini-Schlipper krieg. Oh, das ist ein 80er. Was haben wir hier? Ein 15er. Das Problem ist, hier sind 3 von diesen Viechern. Oh Gott. Von welchen? 55er. Na, wie heißen die? Die so traurig gucken. Paraceratarium. Die hier. Oh, ich weiß nicht. Also, die verteidigen sich, oder? Also, wenn wir einen angreifen. Naja, müssen wir schnell sein. Okay. Rohes Fleisch, rohes. Was brauchtest du? Filet. Filet, und das musst du mit der Axt abbauen. Ah, okay, na dann lass uns noch den 55er hier wegmachen. Hier sind ganz viele Dinge. Ja, es ist schwer aufzuhören, ne? Warte mal, ich nehme mal hier noch die Biber-Scheiße mit. Boah, so viele. Oh shit. Und
100. Und du? 75. Nein? Hallo? 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 Da. Eiseborus und Grote Grantig. Das ist ja mal ein geiler Name. Grote Grantig. Gefällt mir gut, der Name. Schön, dass du dabei bist. So, und keines. Hi, keines. 17 Zuschauer insgesamt. Das ist doch, nicht schlecht. Ich hänge. Du hängst? Jetzt nicht mehr. Hör doch mal auf, mir hinterher zu rennen, Mensch. Ist er fort? Wo ist er hin? Da ist er. Hängst du schon wieder diese komischen Tiere? Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht. Ja, ich bin unter Aufsicht. Marie beaufsichtigt mich. Das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Wolltest du den Bolan oder was? Ja. Da kommt ein Loot-Job. Alter, da hat jetzt übelst das Bild, gezuckelt und geruckelt. Ich das hier nicht abbauen? Nee, anscheinend nicht. Hast du die App noch offen? Nee, also auf dem Handy. Warum? Kannst du mal gucken, der Dimorphodon. D-I-M-O-R-P-H. Ja, warte. Aber ich glaube, der ist mit den Uramatten auch ganz happy. Was? Ein mit D, ne? Wie Dora. Genau. Dora, Ida, Martha. Morphodon, alles klar. Ja. Rohrmatten braucht er. Hervorragend. Ach, guck mal, das sind Meteoriten. Guck mal nach oben. Ah ja. Nice. Dann können wir jetzt eh keinen Loot-Job machen. Okay. Ja, der ist gleich halt nicht. Der muss noch einmal essen. Tada! Dann bringen wir jetzt unsere neuen Errungenschaften einmal mal nach Hause. Dann gehe ich mal eine rauchen. Ich muss tatsächlich noch nicht pullern, Leute. Was ist da los? Aber ich mache es natürlich trotzdem. Wenn ich schon mal draußen bin rauchen, dann kann ich auch draußen pullern. So, erstmal ganz kurz gucken. Wo müssen wir denn hin? Ah ja. Einmal in die Richtung. Und dann gucken wir mal, was wir in der letzten halben Stunde dann noch anstellen werden. Na, wir probieren das. Ich baue noch drei Tore. Ah ja, stimmt. Das wollten wir machen. Genau. Wenn wir den wiederfinden. Ja, ich habe mir gemerkt, wo das war. Wenn er noch da ist. Ja, es ist halt ein Flugtier, ne? Ich denke halt immer, die können ja trotzdem, auch wenn sie ungefährdet sind, können die ja sonst wo sein. Ja, die brauchen bloß von irgendwas gepult werden. Ja. Ist das geil mit dieser... hab ich mich verlaufen? Nö, ich bin zu Hause. Aber ich sehe es nicht. Also laut... Ah! Okay. Bist du wieder zu hoch oder zu tief? Bist du auf der Ebene geblieben, auf der wir jetzt gerade waren? Ja, bin ich. Aber jetzt bin ich runtergefallen. Boah. Level 15er. Naja, komm. Da auch noch mit. Obwohl du hübsch bist. Aber was nützt uns ein hübscher 15er, ne? Eigentlich nichts. Nee. Aber die, also wenn wir Blueprints bauen, dann bauen wir sowieso nur die hohen. Ja. Ja. Wo ist denn jetzt mein Zuhause? Hier, wo ich bin. Ja, aber ich bin ja auch da. Achso, ich vergesse immer, dass das Ding hat tatsächlich einen Stecknadelkopf. Das heißt, ich muss noch ein Stückchen in die Richtung. Also diese Metroideneinschläge machen mir echt Angst. Falsch? Oh mein Gott, ich muss dahin. Moin. Na, in der Stadt passiert uns nichts, weil die Stadt ein Schutzschild hat. Ah ja. Aber außerhalb von der Stadt könnte das brenzlig werden mit den Dingern. Oh Mann, ey, hier ist ein Enforcer hübscher als der andere und der hat nur ist Level 5. Mehr.
Aber nichtsdestotrotz, Leute, finde ich gerade mein Zuhause nicht. Immer die gleiche Scheiße. Wie in Real Life, wenn ich mal einen zu viel über den Durst getrunken habe. Ja, die Zeiten sind vorbei, dass ich da das Zuhause nicht mehr finde. Aber kam früher immer mal vor, sowas. Meine Güte, wo muss ich denn noch hin? Vor allem, mir kommt hier auch nichts bekannt vor. Wo ist denn der hübsche Park? Der bei immer unserem Zuhause. Bin ich aber auch schon wieder viel zu weit weg. Tachchen, ihr könnt euch mal bekannt machen miteinander hier. Ja, keine ist da, hast recht. Die Farben sind hübsch, dann sind die Stats meistens schlecht. Ja, leider. Das hier, das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht doch fast so aus, als würde ich hier irgendwo wohnen. Und das Filet bringst du am besten direkt hoch in das in dieses Lagerfeuer. Ach, guckt. Oben ins Lagerfeuer, ja. Wird gemacht. Ich habe halt nur 51, aber... Ja, immerhin. Ja. Das Holz ist so schwer. Bitte. Auf dem Fleisch, ey. Ja. Im Kühlschrank ist auch haufenweise Fleisch. Ob. Ah, du hast ja so einen Braun. Dein Enforcer ist ja so ein Brauner. Ja. So, ins linke oder ins rechte? Ist egal, oder? Nee, in das, was brennt, in das Lagerfeuer, nicht in die mit den Töpfen. In das Lagerfeuer? Ja. Das steht da an der Wand. Ach, du brauchst gebratenes Filet oder was? Genau, das muss gebratenes Filet sein für die Bikini-Teile. Ah, okay, krass. So, machen wir das hier mal rüber, die Pilze rüber. So, das sieht aus. Brauche ich die auch nicht? Kann ich die wo soll ich einen Elementstaub und sowas hinklatschen? In die Werkbank. Und lass einiges im Enforcer, gell, bei dir. Das braucht der. Ja, der hat genug. Ah ja, okay. Hab ich ja jetzt ordentlich plus gemacht, ey, Leute. Bin irgendwie geil. Zement haben wir auch. Ja, das ist aus dem Biber, Gedönse ja. Da. Die komischen Blueprints. Guck mal, in einen von den zwei Schränken, die da neben der Werkbank stehen, sind die Blueprints drin. Ah ja. So, das rüber. Gut, Leute, dann gehe ich mal schnell eine smoken. Ich schmeiß schnell die Tore an und gehe auch kurz mal weg. Bleibt schön dran oder raucht einfach auch eine in der Zeit und wir sehen uns gleich wieder. Drei Stein. Was, wieso? Stroh. Oh je. Wir haben kein Stroh. Ach man. Naja, ich muss auch mal kurz.
Ist der Beutel noch weg? Scheinbar. Tro brauchen wir. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich war schneller. So, wer geht? Naja, ciao. Rasant Flummi. Ja, ich guck dann mal rein. Diesmal habe ich es mir aufgeschrieben. Und ja. Schön, dass du da warst, jedenfalls. Gut. Ich hol gerade mal noch ein bisschen Stroh. Das fehlt uns noch für die Dore. Ja. Stroh. Stroh. Ach, stimmt, da ist er, der neue Rex. Geil. 83 und 22. Naja, der 22er, der wird dann eher immer so Kanonenfutter. Oh, der hat auch 5 Level plus. Aber ich sehe gleich mal was auf Gesundheit. Ja, hat er gleich 1000 Gesundheit mehr. Was hat der hier eigentlich? Na? 4000, der hat das Doppelte. Dann machen wir hier auf Nahkampfschaden. Geilo. Haha. Und da hat er ein Ei gelegt, die alte Sau. Vor kannst, Freude hat er geschissen. Guck mal, ab wann wir dann Sattel bauen können. Für einen Rex? Jo. Ich bin ja auch schon Level 58. Genau. Rex ab 74. 74, ja. Gar nicht mehr so lange hin. Und was war das andere Ding, diese Klimaanlage? Klimaanlage. Ja, die heißt Klimaanlage. 63 oder so, ich glaube, die könnten wir bauen. 61, glaube ich. Das ist so ein Würfel, ist bei mir grau. Ich bin also 69. Ich kann den nicht bauen. Auch nicht freischalten. Ah ja, stimmt, ich bin ja auch noch nicht so weit. So. Heute hoffentlich reichen. Also die Flugdinos habe ich, okay. Machen wir das jetzt mit den Flugdinos einfach? Naja, wir müssen, also die können halt das, die Tore nicht transportieren. Naja, okay, dann ja, dann entmüll ich mal hier den. So, Strukturen, Stein. Echt jetzt nur eins? Warum? So, dein Stroh. Sieht doch gut aus. Ich hab die Mats nicht. Was fehlt denn? Steinstroh. Ja. Also Stroh habe ich hier, aber Stein. Ja, ich hole schnell. Ich hole schnell. Mach dir keine Gedanken. Knapp 2000 Stein brauchen wir. Das kriegen wir doch hin, Leute. Okay. Fünf reichen, meinst du, Gurke? Dass wir da durchfliegen können und dass der dann trotzdem da drin bleibt. Naja, du musst sie halt mit Abstand bauen. Das wird schon reichen. Aber nicht so großen Abstand, nur ganz, ganz witzig. Oh, geil. Ich hab gerade nach meinem Enforcer gepfiffen, der war ein bisschen weit entfernt. Dann hat er sich direkt zu mir teleportiert, da bin ich ein bisschen erschrocken. Ach, cool! So, wie viel haben wir? 800. Naja, mein Guter. Das jetzt ich mal. Geh mal schnell meinen Tee holen, ja? Bin gleich wieder da. Jo.
Ein Königreich schon Dödi. Also. Ja, so geht's doch auch. Ich meine, es ist ja immer noch Ark. Und Ark ist ja hauptsächlich Farmen, Farmen, Farmen. Und ihr habt mich lange keinen Stein mehr klopfen sehen. Deswegen kann ich auch mal wieder Stein klopfen. Hey, Förster. Hi. Ja, es sieht doch gut aus. Haben Sie Steine gefunden, wa? Ja, ja, ja. Ja, ah, keines. Ja, ja. Ich will ja nicht immer wieder diese... Oh, jetzt bin ich überladen. Diese Diskussion aufführen, aber mit den richtigen Dinos kann man machen. Wir haben aber die Farmrate mit der Axt tatsächlich ein bisschen höher gelegt, sodass der Aufwand, der zeitliche Aufwand mit so einem Dino, der ja erst dorthin latschen muss, wesentlich höher ist, als wenn ich das jetzt mit der Hand hacke. Bei den Grundeinstellungen, wenn du da nichts verändert hast, dann mag ich dir recht geben, aber wir haben, glaube ich, das Farmen auf wie viel? Genau, also das, die Dinos machen standardmäßig fünfmal so viel wie wir und ich habe es hochgedreht, sodass wir genau auch fünfmal so viel machen wie normal. Genau. Deswegen bringt es nichts, irgendwelche lahmen Dinos einzusetzen. So, schau die Steine in die Werkbank. Doch, na, er hat schon nicht ganz unrecht. Es ist dann trotzdem mehr. Aber deswegen will ich die Agis, weil dann können wir die einfach, ne, die Agis, die packen die Viecher, bringen die dahin und dann können die farmen. Das macht schon Sinn. Aber im Augenblick hat der Beutel recht, ist der Zeitaufwand einfach größer. Genau. Oder die Revisionsklappe zerstören. So, pullen. Wie ging nochmal pullen? Ich hab lange nicht. Ah, sowas. Ich hab lange nicht gepullt, ey. Eingepullert. Stein. Oh Gott, so. Ist lange nicht gepult. Ach, der braucht nur. Ach, cool. Ach, cool. Was war? Ach, nee. Schade. So, Steine sind drin. Stroh hat's ja genug, ne? Genau. Warte, ich komme sofort. Ah. So, wir haben noch 20 Minuten. Ja, 20 Minuten, wenn wir nicht mal allzu viel reißen. Kann man sehen. Das werden wir sehen. Naja, langsam sind wir doch gut aufgestellt, sag ich mal. Wir haben zwei Rexe, die sind zwar jetzt nicht so high level. Wir haben gute Flugdinos, unsere Enforcer kommen auch langsam auf ein Level-Niveau, wo man was mit anfangen kann. Hübsch. Hübsch, Maki. Wenn das doch Gunter sehen würde. Guck mal hier, ich habe auch noch was für dich. Oh, eine Sonnenbrille. Geilo. Musst du das auf den Hut mitziehen, oder was? Ich glaube, da musst du das Rote erst runternehmen, würde ich mal annehmen, und dann die Sonnenbrille draufziehen. Entfernen, aussehen. Zack. Hä? Ach so. Kann ich das jetzt zusätzlich noch? Ne, das geht nicht. Hä? Ah! Sehr geil! Jetzt noch eine schöne dicke Tüte in der Schnauze und dann würde das gut passen. Ist ja nicht mal Stringtanga, was du da anhast. Nee. Alles gut, keines. Ey, Kritik ist immer wünschenswert in meinen Streams, weißt du doch. Positiv wie negativ. Alles cool. Ach so, warte mal, Tore. Genau, Tore. Tore! Das Ziel vergessen hier. So, Strukturen, Stein, Tor und noch ein Tor.
Neues Level verfügbar. Sehr gut. Hast du gut gemacht. So, wie haben wir es denn? Ausdauer und Gesundheit auf 270. Schauen wir mal noch auf Gesundheit. Jo, Frank, gefällt dein Outfit auch? Sehr schön. So, ich habe 5 Tore und 2 Türen. Reicht, los geht's. Haben wir hier alles? Zähmfleisch, wo ist denn das? Ah, ist noch in dem Rex, ne? Kann das? Nee, das habe ich wieder im Kühlschrank. Kühlschrank? Dann hole ich es schnell. Ah, oh, der Leberkäse sieht gut aus. Sicher, dass du es wieder im Kühlschrank getan hast? Weil hier sind nur noch 282 drin. Oder haben wir das vorhin liegen lassen, als du den Rex, Nee, ich hab's eingepackt. In eine Kapsel geballert hast. Ich hab's eigentlich eingepackt. Ja, egal. Nehmen wir jetzt die... Das bisschen... So, die Flugdinos haben wir. Alles klar, los geht's. Das war am Ende... Warte, ich guck grad mal. Ja, so halb gerade durch einfach. Halb gerade durch. Ja, egal auf welcher Ebene, ne? Ja, wir müssen irgendwie hier rüber auf jeden Fall. Ja, genau, also im Prinzip nur geradeaus. Aber. Wo ist er denn hin? Ja, hier. Ja, dort geht's irgendwie runter. Ja, ach, du bist hier. Ja, genau, wir müssen auf jeden Fall, wir müssen hier runter. Komm mal nicht drum rum, wir müssen da rüber. Einfach zu geil mit diesen Viechern. Oh nein. Bist du ins Wasser gehupst? Ja, kommt nicht mehr raus. Ah, jetzt. Wollte schon fast Schaum vor dem Mund bekommen. Oh je. Aber alles gut. Sehr gut. So, Map. Ja, ja, eigentlich nur geradeaus. Nee, du bist jetzt wieder links gegangen. Okay, also doch rechts. Ich dachte auch irgendwie so auf der rechten Seite. Eigentlich nur hier so gerade. Dann. Ja, und dann ging es ja irgendwie da aus der Stadt raus, ne? Ja, so leicht, genau. Wir finden das schon. Okay. Das ist die Frage, war es jetzt links oder? Ja, ich beide schon. Ja, ich glaube auch links. Hm. Ja, doch, an das Vieh hier kann ich mich erinnern. Wir sind gar nicht so weit entfernt. Warte mal, ich glaube hier. Also hier geht, aber das ging doch so runter. Das war doch irgendwie. Ja, ja. Level 5er. Also ich denke, wir müssen noch ein Stück weiter hier vor. Halt. Ich drück schon wieder nur falsche Tasten. Eine Spinne. Yeah. Hier, genau, hier war. Hier bist du nämlich fortgelaufen, dann bin ich dir hinterhergelaufen. Jetzt bist du hier fortgelaufen. Warte, warte, warte. Ja, ich seh dich. Hier bitte. Alles klar. Ja, hier ist doch die Passage. Genau. Ja, da ist er. Da ist er. Dann lass uns das hier bei dem Zweig aufbauen, würde ich sagen. Genau. Einer pult und einer macht die Tore zu. Wollen wir es so machen? Ja, ja. Pass mal auf, dass... Ja. Oh Gott, sind die dann groß. Ja, ja. So dann, oder wie? Oder ist der Abstand schon zu groß? Nö, das passt, glaube ich.
Frage ist, ob das mit der Höhe. Ja, doch, das sollte passen. Das sieht gut aus. Also, na gut, ich weiß nicht, wie groß der ist, ne? Ist die Gurke denn noch da? Hey, Kantex! Was sagten ihr, Experten? Ne, das ist zu nah. Das ist ja, oder? Das sollte aber reichen. Er muss ja nur hier rein. Da ist er übrigens, rechts von uns. Ja, hier ist es, der Flugdiener. Soll ich ihn pullen? Ja. Ja, warte mal, ich muss erstmal noch die Tore einsetzen. Aber das erste zu dem zweiten ist ein bisschen weit weg. Aber ich denke, warte mal. Hä, wo ist denn? Ach, hier. Also ich denke, das geht sogar. Das, hier, hier. Okay. Dann hau die Tore rein und ich pull den, wenn ich ihn finde. Warte mal. Jetzt fliegt der ja fort da hinten. Was macht denn der? Der kämpft mit dem Kano, der Idiot. Na, warte mal noch, bitte. Ja, ja, ich guck mir's nur von Weitem an. Okay. Das Blöde ist halt, dass ich die Tore nicht von der Seite bauen kann. Okay, der Kano ist gleich tot. Ich sehe es halt so gar nicht, wie weit weg ich hier bin, gell? Jetzt musst du dich beeilen. Jetzt ist er nämlich gleich. Okay, der Kano ist down. Naja, so, Tore. Mach auf. Okay, ich fliege langsam hin. Maki, bist du bereit? Scheiße, Moment. Oh oh, beeil dich. Was heißt, oh oh, hast du den schon gepult? Ja, ja. Ich fliege jetzt durch. Ja, dann komm. Mach dann hinter dir zu. Ja, er ist drin. Mach das erste gleich zu. Ja, er ist drin. Yeah. Oh, ich aber auch. So, oh, flugt nein, hier nein, lang. Nein, geht zu. Ja. Ich will hier bleiben. Oh, scheiße, er wird hier durchkommen. Das ist zu groß, oder? Nein, der kommt da nicht durch. Ich schieße ihn jetzt ins Bein. Ich denke schon, dass der hier durchkommt. Ja, die trifft man nicht, weil er hoch und runter fliegt. Doch, aber irgendwie macht da jemand Schaden, oder? Ich hab die richtige Muni drin. Ja, ich auch. Ah, jetzt. Er wird fortfliegen. Ah ja, sag ich doch, das funktioniert so nicht. Okay. Die hätten wir viel dichter beieinander stellen müssen. Ich hab das aber auch unterschätzt, dass der so klein ist. Problem ist, er ist jetzt bestimmt aggro auf uns, ne? Naja, die Musik ist weg. Warte mal. Oh. Dann müssen wir tatsächlich dichter stellen. Aber warte mal bitte noch mit, wenn du den jetzt schon wieder pulst. Ich kann warte nicht mal, so schnell. Warte mal. Ich hab Angriffsmusik. Ja, das ist der wieder. Der wird meinen Enforcer angreifen. Oh! Oder? Hier, was macht denn der? Ich weiß nicht, der fliegt am Tor rum. Ich versuche das hier zuzumachen. Warte. Oh. Ah? Oh Gott, warte, schnell eine Tür. Ist der da durchgeflogen? Oh ja, dann können wir das vergessen. Ja, unser Enforcer macht ihn jetzt eh platt. Naja, sinnlos. Okay. Die Zuschauer schreiben, es reichen kleine Dino-Gates. Wir hätten gar nicht so einen großen. Ja, das sehe ich gerade auch, aber ich baue doch nicht 10 Dino-Gates. Die kosten. Ah, nee. Das machen wir das nächste Mal mit dem Zähmkäfig. Da habe ich die Mats schon da, bis auf die Wände. Oh je, jetzt ist die Tür weg. Alles klar. Oh nein. Ja, sorry, liebe Zuschauer, aber das ist halt arg, ne? Schade. So, ich pack die Pia wieder ein. Ja, aber mein Gott, wir haben heute einen coolen Rex gefangen.
gehen wir noch gemütlich mit den Zuschauern nach Hause und quatschen noch ein bisschen dabei. Und keines schreibt für den Abstand, also die Kleinen geht's, ne? Und für den Abstand, Bodenteile, Ground Fences. Okay. Hä? Nee, ja, ja, ja. Also für den Abstand. Alles gut. Für kleine Gates, für den Argentavis reicht das kleine Gedöns. Und da haben wir genug da. Ah, ja. Können wir das nächste Mal machen. Ich dachte, die wären irgendwie größer. Ich hatte das irgendwie anders da in der Herum. So, kommen wir denn jetzt hier schon rüber? Nee, gell? Wir sind schon wieder über dieser Schlucht. Okay. Und 5 reichen, ja, sagt Frank. Also 5 von den kleinen Gates reichen. Warte mal, ich nehme noch den Enforcer hier mit. Einfach, weil ich es kann. Ja, aber wir haben ja unsere Matze jetzt alle für 5 große Gates verschwendet. Ja, allzu wild, die können wir ja später noch für einen Rex oder so vielleicht nehmen. Hä? Hä? Ach, da haben sie mal hoch. Da ist ein Dingsi. Siehst du es? 4 Tore in Reihe stellen. Erstes Tor 5 Sekunden Close Delay und dann mit Sprint durch. Mit S Plus sollten die Tore schießen, bevor er durch ist. Alles klar. Machen wir dann so nächste Woche. Nur eine Mücke. Bringt der hier Kampfesmusik mit? Der Voucher hat übrigens auch mit Grounded angefangen. Ja, habe ich gesehen. Immer hat er dieselben Ideen wie ich. Da liegt halt so daran. So viele andere, das haben einige. Ja, wir mögen halt beide die gleiche Art von Spielen. Also nicht. Boah, was ist denn hier los? Nicht 100%, aber. Ja, da beamen wir uns drüber. Naja. Also ich glaube, sowas wie Deadside oder Escape from Tarkov würde Voucher niemals spielen. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Komm, klatsch den weg. Einfach geil. Müssen wir denn überhaupt hin? Ja doch, wir sind eigentlich auf dem fast richtigen Weg, ne? Da siehst du, wenn es bei keines klappt. Was stimmt, denn? Das mit den Toren, das gerade beschrieben wurde. So. Und keines ist ja auch Experte, was ARK angeht. Okay. Diesmal hat er gar nicht so viel, dann verbraucht er hauptsächlich Staub, wenn der kämpft und sich dann recken muss. Weil jetzt hat er gar nicht so viel verbraucht. So. Ey, kennst du nicht? Kennst du nicht? Das ist so ein geiler Name. Ja, wir sind ja da. Geil. Ja. So. Dann bitte die verderblichen Waren in den Kühlschrank bringen. Jawohl. So, ich hau mal die Flugdinos raus, falls du offscreen irgendwas machen willst. So, haben wir denn hier noch was Schönes? Ditte? Ditte? Ist noch was? Das kann erstmal hier drin bleiben. An eher in Forser, du hast aber auch einen dicken Schwanz.
Zack, zack. Okay. Wie viel gegrilltes Fleisch hast denn du? 138. Kannst du mir 50 geben? Nur logisch. Na klar doch. Gabel teilen, Menge aufteilen und 50. Oh, jetzt habe ich 59 gemacht. Jetzt kriegst du halt 59. Ja. Gut. Danke, Shay. Bitte schön. Ja, Grounded, wie gesagt, wir haben es ja, ich habe es ja gestern gestreamt, wir wollten es halt zusammen machen und es hat halt alles nicht geklappt, weil diese Microsoft-Scheiße einfach scheiße ist. Ich muss es immer wieder sagen. Wir versuchen es Freitag zu streamen, kommt allerdings nur auf Twitch und ich haue es dann Samstag, spätestens Sonntag auf YouTube hoch, die erste Folge. Genau. Ah ja, die Kapseln, auch in den Kühlschrank. Tada! Was heißt denn Tada? Hast du auch eine Sonnenbrille oder was? Ja. Sehr cool. Ja. Scheiße, lass uns mal an den Strand gehen. Los. Und wieder durch diese Drecksscheibe hier. So, ich mache mir noch meinen Enforcer. Platt, nicht platt, weiß schon. Leer. Dit. Halt. Jetzt muss, ah, lass den Elementstaub drin, der verfällt ja nicht. Was haben wir denn hier noch? Hi, Levos! Geil, Volker, wie viel Stunden Ark hast du gespielt? Und Volker schreibt keine, ich schau nur zu. Ja, dann muss man aber auch fragen, wie viel Stunden Ark hast du bei Voucher gesehen? Da kommst du bestimmt auf mehr, als ich jemals gespielt habe. Naja, es wird doch langsam. Es läppert sich so alles zusammen, Leute. Wie gesagt, der Rex ist ziemlich geil. Irgendwann ziehen wir mal mit denen los. Nächste Woche das Ziel, den komischen Adler in den Zähmkäfig zu bekommen. Genau. Ein Event mit allen Abonnenten. Ja, das wird schwierig. Gamescon 2021. Wäre mein Vorschlag. Ihr kommt vorbei und wir trinken zusammen Bier. So geht das nicht mehr. Ich muss das wieder anschalten. Was, sag mal, was hast denn du ja eigentlich vor? Nix. Geht nicht mehr. Voll in die Brust. Du hast einen voll auf der Nase. Aber der steckt nicht wirklich, sieht nur so aus. Der täuscht nur an. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns arg-technisch nächste Woche wieder. Morgen wird auf YouTube nicht kommen, Freitag wird auf YouTube nicht kommen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Sorry, dafür schon mal. Samstag haue ich dann Grounded hoch. Ja. Okay. Oh. Alles klar. Vielen Dank, Maki. Hat Spaß gemacht. Sehr gern, sehr gern. Und genau, ihr liebe Zuschauer, habt noch einen schönen Abend. Wenn wir uns nicht nochmal sehen sollten, dann am Wochenende, schönes Wochenende wollte ich sagen. Wenn wir uns nicht nochmal sehen sollten, dann eben am Wochenende. Und genau. Spätestens zur Gamescon 2021 sehen wir uns und trinken Bier. Alles klar. Linja und Tschüssi, macht's gut. Tschüss, macht's gut.